Null. Einfach nur, weil ich das noch nie gesagt habe. Guten Tag. Tag, da sind wir wieder. Im Haus der tausend Emotionen. Es ist auch voll nicht viel Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Nur so 2 Wochen. Wie eigentlich immer. Die es gebraucht hat, um die Verbindung wiederherzustellen zwischen uns beiden. Nein, er ist erkältet. Oh. Warum? Weil er draußen im Wasser steht? Nein. Nee. Heb mal ab. Gehst du auf Klo, dann kannst du schlafen. Jetzt machen wir Markus beim Liebe machen zu. Das ist ein bisschen schnell. Aber die verstehen sich. Ja. Und er war yeah! Yeah! Nope, tschüss. Was machen die? Ah, tanzen. Okay, haben wir hier noch Platz zum Tanzen? Lol, da war ein Herzchen. Ja, wir sind verknallt. Das ging schnell. Bin nicht da. Ui, jetzt ist Liebe. Oder auch nicht. Okay. Weiß ja nicht, irgendwie als sie heute. Tschö. Bis später. Also irgendwie als sie heute ankam, war das noch nicht so, glaube ich. Also heute im Sinne von diesem Tag im Spiel. Kann sein, ja. Ging noch recht schnell. Und lieber, war das nicht sogar einer der Ängste? Abgewiesen werden? Oder hat sich was geändert Aus gehabt, Ausflug gerade rechtzeitig? ablehnen. Und dass der Tanz abgelehnt wird, also. Das ist gut gegangen. Ja, anscheinend. War vor allem ein klassischer Tanz, wurde gar nicht gefragt. Doch, war klassischer Tanz. Echt, okay. War aber sehr kurz. Sind verknallt. Oh. Na gut, mit Wenn der das Männer auch. nie erfährt. Ja, was macht sie dann? Keine Ahnung. In eine Morddrohung schicken und sich in den Zug setzen? Den Zug nach wohin? In Zug nach euch? Ja, Aachen halt, generell. Weiß gar nicht, dieses Aachener Platt, wie spricht man Aachen aus? Aachener ist ja Öcher. Aber Aachen führt zu weit. Hunger, Energie, ja gut, dann geh halt pennen. Oder haben wir noch einen Fähigkeitspunkt, den er bräuchte? Eigentlich nicht, das ist ja nur Schüler. Nein, die Ausgaben hatte ich hier auch noch nicht drin. Ich weiß, was ich tue. Ich hätte das auch niemals angezweifelt. Dann ist schön. Habe gelogen. Na dann. Was liegt denn da eigentlich neben? Also ein Sportzeitung. Sportmagazin. Ah ja. Das habe ich in Fußball das erkannt. Highspeed. Ach stimmt, ich arbeite ja bis abends, ne? Ja. Also bis jetzt, glaube ich. Oder bis 11? Nee, bis 10. Nee, das ist nicht meine Karre, oder? Das ist meine Karre. Nur arbeitet es noch. Elf, Klinkenbeförderung. Stopp. Das bin ich jetzt Feldforscher. Okay. sieht die Karre noch schlimmer aus als sonst? Nein, es ist die gleiche. Ja, die wirkt aber anders von hier aus. Deine Arbeitszeiten geben es 11. Mal kurz gucken, was hast du denn alles Neues? Pause. Pause? Wieso Pause? Keine Ahnung, lesen in Ruhe. Ja. Weiß nicht. Mit den Forschungsarbeiten verschaffst du dir eine gute Grundlage und auch dein Gehalt steigt langsam an. Verbessere deine Logik, dann kannst du dein Wissen vielleicht bald an andere weitergeben und musst nicht mehr länger im Labor versauern. Sauer. Sauern. Ja, das 9 bis ist. 15 ist doch eigentlich auch ganz nett. Ja, aber diese Arbeitszeiten fürs Labor sind schon irgendwie realistisch. Doch gut. Also, die alten. Im Labor und so. Holy shit. Ich muss sauber werden.
Vor allem, da steht Logik, sollst du kriegen. Ja, weil Logik jetzt neu mit dazugekommen ist als Ah Anforderung. ja. Du musst kochen können. Ja, in erster Linie muss ich aber mal nicht vom Bett zusammenklappen. Und du Wäre hast vor allem schon. mittlerweile, ja, also direkt ins Bett gehen, naja. Mach das andere Bett mal weg gleich. Nö. Bleib jetzt in dem Bett. So. Javak! Das war eine Nope. Kurzzeiterkältung. Hallo, du sollst. Ja, wenn du müde bist, geh ins Bett, Junge. Ich hab davon wird nichts mehr. Glück gehabt. Weil Aber ich hey, mich im Labor Griff kennt. habe, im Gegensatz zu jemand anderem. So, dazu Fick dich. später. Ich meinte nicht dich, ich meinte Konstantin. Ich bin Aber auch umgekippt. Es hast ist du so was? schön, mit seinem Okay. eigenen Streifenwagen nach Hause zu kommen. Ja. Hey, noch eine Beförderung. Endlich bist du weg von der Straße und verdienst ganz ordentlich. Dafür musst du dich aber mit tonnenweise Papierarbeit rumschlagen. Wenigstens hast du geregelte Arbeitszeiten und bist körperlich weniger gefordert. Wenn du einmal genug von der Schreibtischarbeit haben solltest, kannst du deine Körper- und Logikfähigkeiten verbessern. Du musst dann zwar wieder raus auf die Straße, aber dafür ist der neue Job dann umso interessanter. 9 bis 15 Uhr, also auch, wie du. Jo, mal wieder Fahrgemeinschaft. Aber ein Bonus von 1200, das heißt, ich habe heute 1800 reingebracht, das ist doch schon hart, oder? Wird lustig, morgen kommen wir dann alle drei gleichzeitig nach Hause. Glaube ich, Ja. ne? Haben halt am Morgen Vor allem, ich alles. finde das schön. Nee, Du ich hast nicht. einfach Feldforscher, so ganz kurzes Wort. Und ich einfach Polizeimeister im Innendienst, Level 4. Das ist auch schon vier, ich bin nur drei. Und dann. Ach stimmt, er ist ja jetzt Bauarbeiter geworden, ne? Aura. Ja, Architekt eigentlich. Ah ja, da war was. Aber ja, momentan ist er nicht mehr zu Momentan lang, ist sondern er nur Maurer. Steinchenleger. Ja. Rape. Jetzt erst vom Jingle noch. Ja, wie! Erstmal kurz meine. Ja, okay, ich bin noch in Ordnung. Außen oder innen? In. Nicht in den Disteln. Was muss ich jetzt eigentlich alles können, genauer? X. Körper habe ich schon und Logik. Woher habe ich die Logik 2? Schach spielen. Hab Schach gespielt? Du hast Schach gespielt, ja, mit meiner Kollegin, glaube ich. Weil ich irgendwie damit beschäftigt war, das Haus in Ordnung zu halten und Essen zu Naja. machen und generell irgendwie zu verhindern, dass wir sterben. Ella. Nee, mit meiner Kollegin, oder? Ich glaube, das war eine Polizistin, die hier da war, oder nicht? Irgendeine Kollegin. Ja, deine Kollegin ist ständig da, aber meine war auch irgendwann mal hier. Ah ja. Ich wusste nicht, dass das gereicht hat, um ganze zwei Logik zu sammeln. Soll mir recht sein. Ich glaube, einen Logikpunkt hatte ich schon wegen irgendeiner Berufsaufgabe. Ja, kann gut sein. Das ist möglich. 2 Uhr ist Markus wach. Ja, das ist er wohl. Ja, dann sollte er vielleicht erstmal etwas essen. Wenn wir noch Nach was dem essen Po. da haben. Keine Reste mehr. Und kochen muss ich. Also wird nichts mit essen. Könnte rein so. Ach, da sind deine Hausaufgaben. Fuck. Wird knapp. Zeit reicht noch. Mi, 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 Weil mi, es ja mi, wieder keinen mi. Stuhl hat. Ja. Jetzt hat er Konske weg mit seinem Genöle. Da. Könnte es auch gleich auf den Tisch legen. Ah. Ach so. Dann sitzt er jetzt ganz im Weg. Gut. Ja. Egal, noch geht's. Das sind Skills. So mache ich meine Sachen eigentlich nicht auf. Schwimmen gehen. Ja, nee. Aber leicht. Wo denn? Geld. Brauchen wir wirklich einen Pool? Nein, wenn er so im Geld schwimmen, meinte ich damit. Oh. Ja, das Innen kam nicht durch. Bon. Will ein Auto kaufen oder? Oder Nee, was? will zur Arbeit fahren. Ah. Da braucht er Mechanik. Ja gut, das kann gut sein.
Nein, du Ja, dann soll zockst. er noch weiter Sachen reparieren. Ja. Oder einfach rumbasteln, kann er auch machen. Oder sich um den Garten kümmern. Ja, das ist vielleicht auch eine Idee. Deck, deck. Nachts um 2:30. Mit lustigen Oh, Lebensabläufen. mit einem Handgriff ein Feld Disteln klären, das wäre schon. Jo. Human joined your chamber. Hi. Guten Abend. Guten Tag, wir sind im Aufnahmekanal, wie du siehst. Nein, sind wir nicht. Deswegen sagte ich das gerade. Nennt sich Sarkasmus. Ach so. Dann hallo alle. War zu fortgeschritten. Sims. Ich habe die Reise verdonnert, die Gartenarbeit zu machen. Ist okay, ne? Ja, gerne. Ja, ansonsten stapelst du momentan Steine. Oh Mann. Noch mehr Haken, ja. Ja, wer aus jedem Job rausfliegt, muss halt Steine karken. Was? Gut, dass ich so viel Erfolg habe. Brauche ich meinen, als Maurer mach's ich eigentlich ganz gut. Cool. Wenn du dann auch noch rausfliegst, wirst du wahrscheinlich einfach arbeitslos für den Rest deines Lebens. Bester Beruf. Ja, dann verabschiede ich mich erstmal wieder, Ach, du darfst würde ich gerne sagen. bleiben. Er will aber nicht. Ups, nee, lass mal gerade. Dann. Ciao alle. Oh. Jo. Human left your chamber. Hat er das Aufgabenmäßig hingeschmissen? Wenn er es fertig gemacht hat, eventuell weg. Okay. Das wäre aber sehr schnell gewesen. Ohne Unterbrechung in 1,5 Stunden, das ist, glaube ich, möglich. Bro. Bist du aufgewacht? Reichenergie kochen. Jetzt. Nämlich. Das erstmal der Spaghetti. Hast du den Wunsch, nicht zu sterben? Was ist das? Ja, ich habe den Wunsch, nicht zu sterben. Sehr richtig. Ein Tod entrinnen. Ich glaube, das kann Meine. man irgendwie nur, wenn man Biss getroffen wird, oder? Und Gibt das schon recht überlebt. viel, ja. Oder generell, dass der Tod auf dem Grundstück ist und man ihn so lange zutextet, dass er keine Bedürfnisse mehr hat und weg muss. Was kriegt ihr eigentlich für Punkte für? Wahrscheinlich Interesse für Gartenarbeit, oder? Nein, das sind jetzt hier irgendwelche Skillpunkte aus der Leiste. Dann zeig mal die Leiste kurz an. Da. Die ist nichts dran. Sauberkeit vielleicht. Könnte, ja. Also wäre wenigstens irgendwie logisch. Wärst du momentan auch für die Gartenarbeit zuständig? Ja, wäre ich wohl. Ja, sie hat nicht geküsst. Oder nicht so. 4 Uhr morgens, die Welt ist wach. Und ich schlafe. Ich würde sagen, du bist nicht die Welt, scheint. Hat er jetzt noch was zu essen gemacht? Ist, Ich ne? Es ist nicht habe schlimm mehr, gekocht. ne? Ja. Wenn er die Laubhaufen noch wegräumen würde, wäre das, glaube ich, recht schön. Nee. Hast du nicht auch Hunger gehabt? Nein, hast du nicht. Okay. Nö, mir fehlt nur ein bisschen. Putze. Freiwillig. Wow. Ja, sehr wohl, ne? Ja. Nö, kein doof. Da ist er. Gucken, was wir so an Gesprächen haben. Kein Schlaf. Ich hab immer noch Hunger. So hast du nur. Ganz muss eine Stunde los, okay.
Das sagst du nicht mehr. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich hab drauf geachtet, dass du jetzt gerade aufstehst. Oh, ich steh da mal auf, ne? So. Ist aber auch echt langsam. Naja. Und riechst dann am leeren Teller und denkst an mich. Riecht auch so leer. Danke. Was heißt das? Was denn? Ich rieche so leer. Wo ist so leer? Ich mache mir, glaube ich, ein Müsli oder so. Ah, so viele Meldungen. Also machst du Müsli. Ja. Warum machst du Müsli? Weil ich das Essen weggestellt habe und anscheinend mein Charakter sich dachte, er hätte Hunger. Aber nur ein bisschen, deswegen gibt's nur Müsli. Stellst du die Nudeln in den Kühlschrank? Darf ich trotzdem was essen? Moment, erstmal wird Konz nicht zur Arbeit gefahren, er fährt selbst, weil er das will. Und stimmt, du hast ja vor allem heute frei, dann geht das. Nein, er redet erstmal mit mir. Jo, anscheinend. Bearbeitbaren, okay. Da, jetzt geht's. Bauarbeiter! Sieht richtig scheiße aus, einfach. Boah, ein bisschen, ne? So, du. Musst du irgendwas tun? Nö. Ja, ich würde mir noch ein Müsli nehmen, wie gesagt. Ja, wieso? Du hast keinen Hunger. Ja, aber genug. Wenn ich das jetzt mache, dann muss ich gleich nichts mit. Muss ich später nicht mehr so viel essen. Gut. Ist ja Müsli. Weiß nicht, so, also so hätte ich das jetzt gemacht. Nicht unbedingt nötig, aber möglich. Richtig. Ach, Zeitung holen, okay. Sehr ordentlich. Du sollst dir ein Müsli nehmen, nicht... Junge. Ja, dann wähl das auch richtig aus. Kann ich... Ja, hab ich doch auch nicht. Ich hab ausgewählt Reste nehmen. Nicht Reste servieren. Kann nichts sauber machen gerade, ne? Naja, egal. Mühle vielleicht. Wenn es wirklich nicht viel bringen dürfte, naja. Dann kannst du eventuell die Laubhaufen aufsammeln. Nö, wir fahren jetzt alle zur Arbeit anscheinend erstmal. Ach stimmt, wir haben jetzt 8 Uhr. Beziehungsweise, nee, ich ja nicht, oder? Ich hab frei, nee, ja. Du nicht, eben. Kann ich Laubhaufen aufsammeln? Kannst auch verbrennen. Aber wegwerfen ist, glaube ich, irgendwie sicherer. Ja, den da verbrenne ich jetzt gleich. Den auch. Wo ist? Hm? Markus. Im Schulbus. Okay. Der nicht fahren kann, weil dein Auto noch da steht. Ah. Der Polizeiebene. Mhm. Kannst du mal auf einen Einmüllerbeutel. Skill. Hurra Skill. Und der Fahrer denkt auch schon wieder an mich. Meine Güte, wieso denken alle an mich? Nicht so hübsch. Weiß nicht. Brenne! Das halte ich für so unglaublich unsicher. Ja, ich habe die Möhre rausgeschmissen. Ich bin super. Ja, ich glaube, wenn man Sauberkeit irgendwie ein bisschen skillt, dass die Sims sich dann auch freuen, wenn sie sauber machen dürfen.
Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Vorrat dabei sind. Soll man kann lernen. Ikra! Ella. Und durchs Feuer laufen. Weil warum auch nicht? Das war nämlich das, was ich befürchtet habe, dass du jetzt gleich verbrennst einfach. Weil sowas traue ich dem Spiel nämlich zu. Naja. Highspeed. Floppy wird beauftragt, an einer Straße vor einem Seniorenheim eine Mauer zu errichten, da der Verkehrslärm die Heimbewohner stört. Während Floppy die Mauer errichtet, merkt er, dass sie teilweise im Boden versinkt. Die unvollständige Mauer verzieht sich auf dem weichen Untergrund zusehends, was zu einer mangelhaften Struktur führt. Die Mauer muss bis zum Ende des Tages fertiggestellt sein. Soll Floppy einen Teil der sinkenden Mauer neu bauen oder einfach mehr Steine hinzufügen? Busch am Bau? Na, ich weiß ja nicht. Vor allem neue Steine hinzufügen. Sieht bestimmt keiner, dass die Steine dann irgendwie so eine Kurve nach unten machen. Nee, gar nicht. Und vor allem Mauerstruktur mangelhaft, ne? Am Ende wirst du rausgeschmissen, weil ein Senior stirbt. Oder ganz viele. Floppy ist über sein Werk nicht gerade erfreut und beginnt, den fehlerhaften Teil der Mauer neu zu bauen. Er arbeitet präzise und schnell, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Der Schweiß läuft ihm über die Stirn und langsam fangen auch seine Rückenmuskeln an zu schmerzen. Als sein Vorarbeiter vorbeikommt, ist er überrascht, dass Floppy das Problem so schnell erkannt und noch während der Arbeit die beste Lösung gefunden hat. Zur Belohnung hilft er. Der Vorarbeiter Floppy bei der Fertigstellung der Mauer. Floppy hält einen Logikpunkt. Als ob der Vorarbeiter in irgendwo je einen Handschlag rühren würde. Vor allem je Logikpunkt brauchst du auf dem Bau so. Ja, als Architekt vielleicht später. Noch mehr! In der Polizeiwache sind die Donuts ausgegangen und das missmutige Knurren der Polizisten und ihrer Mägen wird immer lauter. Snow hat selbst Heißhunger, aber er hat auch noch jede Menge Papierkram zu erledigen. Die anderen Polizisten wären ihm bestimmt ewig dankbar, wenn er in die Stadt ginge, um ein paar Kisten ihrer Lieblingsdonuts zu holen. Aber andererseits beunruhigt ihn der Papierstapel auf seinem Schreibtisch doch sehr. Das ist ekelhaft. Das ist eins von denen, wo man nicht weiß, welche Entscheidung scheiße ist. Eben. Entweder du kommst nicht voran, weil du Donuts kaufst, oder du kommst nicht voran, weil der Magen nicht ablenkt. Oder wir ignorieren das einfach. So unglaublich pushig, wie wir sind. Ich meine, wir könnten, aber das wäre langweilig. Aber ich will meinen Job nicht schon wieder runtergestuft haben. Wir haben gerade erst mehr Geld gekriegt. Dann ignorieren wir es. Gut. Achso. Gemcat. Njauf! Sind wir nach Hause gekommen? Ach, Markus, okay. Erstmal Hausaufgaben machen, nachdem er was getan hat. Keine Ahnung. Nee, einfach Hausaufgaben gleich machen. Ja. Erst warten, dass sie abgelegt hatten, dann woanders hinlegen und dann kann ich die Aufgaben machen. Und danach kann ich den Tisch aufräumen oder so. Bevor wir alle an Fliegen schaffen. Ach stimmt, das Müsli, ja. Das ist auch schlecht ist übrigens. Ich weiß, ich hab's gesehen, ich hab's vergessen. Mach's mal mit Grün. Brauchst mehr Frischluft. Es gibt unglaublich viele negative Umgebungspunkte. Wer hätte es gedacht? Look da. So genau. Gib ab. Damn Giant Shift. Ja, ich meine halt die Kappe hinten drauf, von daher. Nee, es geht doch einfach um die Mine. Ich schreibe auch immer auf meinen Linien, DIN A4 Block,
mit dem dicksten Edding, den ich finde, und zwar einem roten Edding. Mhm. Weil nämlich die Lehrer das immer lieben, wenn sie dann mit ihrem roten Fineliner den roten Edding korrigieren. Ja. Der sich durch drei Seiten durchdrückt und deshalb ich doppelseitig schreibe und man nichts sieht. Nichts lesen kann. Ist doch schön, ist doch nichts falsch. Ich weiß, wie Schule geht, ja. Bin ich froh, dass ich sowas nie gemacht habe. Hm. Damals. Ja, vor langer, langer Zeit. In einem unbekannten Land. Da war eine Biene sehr bekannt. Eben. Dabei war es zwar vor gar nicht allzu langer Zeit, aber das ist hierbei mal zu übersehen. Naja, ich meine, die gar nicht allzu lange Zeit ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Das hier ist gerade wichtig. Ich muss nachschlagen, wann Biene Maya das erste geehrt wurde. Wikipedia, da haben wir es doch. Hey, das ist wieder. Zwischen 1975 und 1980 produzierte Zeichentrickserie. 75 schon. Vor allem eine zwischen 1975 und 1980 produzierte österreichisch-japanisch-deutsche Zeichentrickserie. Das ist auch was. Hey, Konstantin hat seinem Vorarbeiter den Job geklaut. Moment. Nice. Du bist Vorarbeiter geworden. Weil der Vorarbeiter sich gedacht... Nee, ich glaube, der Chef kam vorbei und hat gesehen, wie der Vorarbeiter gerade gearbeitet hat und der andere Floppy da drauf geschaut hat und hat sich dann gedacht, das passt doch auch. Du bist Vorarbeiter geworden. Endlich, für mehr als nur dich selbst verantwortlich. Dein Einsatz zeigt erste Früchte. Wenn du jetzt neben deinen technischen Kenntnissen noch etwas Logik, dafür brauchen wir es, einen Tag legt, könnte man dich glatt als einen Architekten mit einem Architekten verwechseln. Nein, könnte man nicht. Architekten tragen nämlich eigentlich nicht so eine Ausrüstung. Naja. Brauchst du was? Ja. Ist eigentlich. Komisch, ne? Mhm. Also mal kurz die Punkte angucken. Vielleicht reicht ja ein Logikpunkt hier. Ah, schon wieder. Einfach an einem Tag. Sitzenpolizist, okay. So, lesen. Du ermittelst in Zivil und die Arbeit ist aufregend. Aber dafür bist du ständig nachts auf den Beinen. Nee. Wenn du jetzt durch gute Arbeit glänzt, stellt man dir vielleicht einen Posten als Kommissar in Aussicht. Gute Fähigkeiten, besonders im Bereich der Logik, verbessern deine Chancen auf eine baldige Beförderung. Du bist übrigens schon zur Hälfte da, beim Optimalbereich, ne? Und du bist Platin. Aber sowas von Platin. Schön, oder? Mhm. Und du wirst noch lange 18 Tagen. Schön, oder? Kann man das irgendwie aufhalten? Ja, kann man. Cool. Ist mir nämlich gerade nachgesehen. Stand da nicht noch irgendwas? Ich hab zum Beispiel das Geld und so mir nicht durchgelesen. Achso, du hast mich nicht darauf geachtet. Ja, Blöd, hast du weggeklickt. Damit kannst du es stoppen. Es geht besonders gut, wenn du auf Platin-Niveau bist. Jo, einfach mal einen Jungbrunnen hier hinhauen, warum nicht? Gilt das für alle? Oder nur einmal? Oder nee, der gilt für alle irgendwie 4 oder 5 Mal. Toll. Ich meine, wir haben. Das heißt, an meinen Laufbahnbelohnungen laben sich jetzt alle. Ja, ich meine. Du bist halt der mit den meisten Laufbahnbelohnungen. Ja, komisch, ne? Ist eh der Einzige, das momentan benutzen kann, weil wir alle unter Gold sind. Ach, das kann man erst. Oh. Negative Seiteneffekte. Und so. Heißt im Klartext, du wirst älter, wenn du es trinkst, nicht jünger. Miep. Noch nicht. Doch, jetzt schon. Gerade warum jetzt. Warum jetzt schon? Weil du jetzt auf Platin-Level bist. Das macht nur ein paar Tage. Von 18 auf. Miep. 21.
Oh, heilige Scheiße. Oh, Kollegin. Was ist das denn? Eine Kollegin? Ich glaube ja. Meine ich doch, ne? Macht die eigentlich immer hier? Weiß ich nicht. Finde ich toll. Wahrscheinlich. Was sind es jetzt? Ja, der ist gerade da. Ah. Der trinkt gerade XP. Mhm. Und schaut Markus beim Markus sein. So. Ich find's auch schön, wie selbst dieser bekannte Sims Prisma bei mir auch im Tern Platin ist. Oder sah es gerade nur so aus? Hä? Ja, wenn diese blöde Gitarre mal wieder da weggeht und ich endlich mal das Gespräch annehme, sieht man's. Achso, ja. Auch Platin. Der Ding ist ja der Stimmungsanzeiger, deswegen ist meine momentan so gelblich-grün. Okay. Das ist mir nie aufgefallen. Hat genau die gleiche Farbe wie das in der Leiste hier. Ja, das habe ich schon verstanden. Was bist du jetzt eigentlich? Superheld, okay. Ba, 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 ba. nein, du willst dran gehen. Schön. Scheinst du, ne? Wie sieht es mit deiner Kollegin aus? Gut. Wie? Bestfreunde. Und Markus kann eigentlich mal der Frau mitmachen. Also, ich habe gar keinen Punkt in irgendeine Richtung, also. Ist halt ein Schüler. Wie alle Schüler kann er nichts. Er ist dich selbst. Nee, kein Geld. Nur Tennis. Also überall. Neues Zuhause suchen. Ihre suchen ein Zuhause, oder wie? Jo. Raptoren suchen ein Zuhause. Wer ist das? Das ist bestimmt ein Knaller. Ja, stimmt. Was ist Joachim Massen? Da? Ja, ja. Was reizt sich auf unserem Weg zu stehen? Wahrscheinlich eines der vielen Massengesetze. Wir grüßen, wenn er von irgendwas macht. Er passt ja vom Kleidungsstil her zu dir. Mantel. Ich warm. Lol. Und wieder 1000 Tür. Jo. Geschenk, Geschenk. Denk eben, ja. Du hast aber, glaube ich, nichts, was man geben könnte, oder? Nö. Aber ja, meine Party, warum nicht? Was? Ich glaube, das ist meine... Arsch fürs Leben, ja. Auch. Ist man eigentlich, ich glaube, schon relativ nah dran, oder? Weiß nicht, wie. Ziemlich nah dran, ja. Ja, wäre das doch ein schönes Tier, oder? Ja, aber du bist schon Platin. Ja, du bleibst länger Platin. Ja, dann muss das jetzt doch gerade nicht sein. Da kann man auch gerne was anderes machen. Nö, nö. Kriegst mehr Laufbahnpunkte, kannst du wieder einen Jungbrunnen kaufen. Was braucht man eigentlich für Punkte? Mechanik. Wir werden eine Dusche umschrauben. Ja, wir sehen sich alle. Vielleicht ein bisschen was zu arg sogar. Was, wieso? Weiß ich nicht, sie hat gerade einen ziemlichen Nachkrampf bekommen. Das dürfte daran liegen, dass ich so unglaublich witzig bin. Super erwachsen, nein! Äh.
Ne, krieg keine Höherbildung, darf nicht aufs College. Toll, ich dafür ausziehen da. Müsste. Kein Schmutz, den Witz, sagen, hat 6 reinkommen. Oder doch? Weiß ich nicht. Eigentlich scheine ich ja irgendwie schon eine Freundin zu haben. Und ich weiß nicht, ob man Freunde fürs Leben werden kann, wenn man schon ein Partner ist. Eigentlich schon. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Was ist Freundin? Ja, gut, die da. Naja. Nein, es ist mittlere Chemie, es ist mehr als Standard. Das ist vielleicht sehr schön, aber ich bleib, glaube ich. Dann doch lieber die Kollegin. Das ist immer gut. Weil man auch in jedem einzelnen Krimi mitkriegt, dass es immer gut endet, wenn man auf der Polizeistation irgendwo eine Beziehung anfängt. Immer. Ja, wunderbar. Full Power. Nicht übertreiben. Ich bin zwar charmant wie sonst was, aber ich kann noch nicht alles. Markus, du brauchst nicht mehr zocken. Du lernst jetzt irgendwas. Was weiß ich auch noch nicht. Mal schauen. Genau. Verhalten im Brandfall? Lernerziehung, ja. Das ist vielleicht auch ganz praktisch. Boah, ist ja gut. Hast dich dreckig geduscht? Dann gehst du duschen. Reparierst das Ding hier. Ganz einfach. Fliegkapla. Oh! Ich kann einfach alles, kann das sein? Irgendwie, ja. Ich kann einfach alles. Sprich und ergreifend. Ich meine, die Leute drehen sich eh schon ständig nach mir um, egal was ich tue. Und... Ne? Jo. Das ist das, wir machen die ganze Zeit schon Scherze darüber, dass alle sich zu mir umdrehen. Da gibt es so Leute, die irgendwie dringend eine Freundin wollen und allen abblitzen. Er zum Beispiel. Ja. Der als am Rennen ist. Ja, hoffentlich bald nicht mehr. Hat gerade so laut geknackt, das finde ich. Kam das durch? Ich weiß es. Ja, es kam durch. Schade. Ich glaube, es war das hier, oder? Nee, kann nicht sein. Doch. Egal. Dinge, mein Freund. Ja. Liebe. Verknallt. War einfach. Geigen. Das klingt falsch. Ja. Vor allem, wenn du Posaunengeräusche währenddessen machst. Oh, ich hab eine Figur wie so eine Statue, ja. Ja. Aber das weißt du ja schon. Also, du willst ja gerne noch was drauf erwidern. Ja, nö, das ist also Statue, ja, aber aus spätrömischen Dekadenz. Ja, nach Wünschen, nach Ängsten auf jeden Fall und sowas in der Richtung, ne? Einfach nur, um da ein bisschen mehr Feingefühl zu erlangen. Toll, das war einfach. Ich glaube, das können wir erfüllen. Kassön. Wie denn? Vernünftig irgendwie, keine Ahnung. Romantisch wahrscheinlich. Gibt's nicht. Ja, romantisch. Okay, da. Toll. Es ist immer schön, anderen Leuten irgendwie die Wünsche zu erfüllen, vor allem, weil es so einfach ist. Was wünschst du dir jetzt? Lass euch tanzen. Ja, dann machen wir das doch mal. Jo. Mir geht das nicht immer so einfach. In der richtigen Beziehung, wenn das so ist, weiß nicht, schlag du was vor, dann ist sie immer angepisst. Du, Eule. Da hat irgendein Götter ein Loch gebuddelt. Ein sehr langer klassischer Tanz.
Ja. Was wünschst du dir? Wir disteln. Dich. Wann sind meine Arbeitszeiten jetzt eigentlich? Spätnachts? Ah ja. Nein, nicht mal. Komisch. Sehr Was freizügiges hat sie? Outfit, die sie da Ich wollte hat. gerade sagen, was hat sie denn für praktische Standardklamotten, ey? Naja, praktisch. Das sah von weiter weg und bei meinem Bildschirm, der nur über TeamView übertragen wird, noch besser aus. Ja. In Entfernung sah das irgendwie aus wie so ein, keine Ahnung, so eins von diesen vorne zugebundenen Karohemden oder so, kennt man Ja, ja. dachte ich auch anfangs, aber nein, es ist ein Netzhemd. Will sie vielleicht irgendwas damit sagen? Keine Ahnung. Kann man nicht irgendwo Kompliment über Aussehen machen? Kann nie schaden. Kann sein, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall euch näher an Freunden. Aber du hast wunderschöne rote Augen. Oder auch nicht? Was ist jetzt passiert? Man weiß es nicht. Wie viel wir nur über dich reden. Und darüber, dass Sachen brennen. Da wahrscheinlich, weil du die Müllhaufen angezündet hast. Keiner allein unseren Schachtisch benutzt. Lang und lang und länger. Ja, Ab. reden wir über den Beruf. Ist doch okay. Jo. Oder lass es sein. The fuck. Hast Hunger? Kann man nicht irgendwie Essen anbieten machen oder so? Ja, ich kann alle möglichen Leute zum Essen rufen. Ich muss eh noch kochen. Zubereiten. Da kann ich doch, glaube ich, irgendwie Snackplatten machen, oder nicht? Abendessen servieren, irgendwie in der Richtung? Oder einfach nur auf zubereiten? Ja, zubereiten ist auch, aber Snackplatten waren, glaube ich, noch was anderes. Servierplatten, genau. Das sind gut für Partys. Okay, weiß ich dann für später. Frage ist nur, wie lange das dauert oder ob es bis dann schon gegangen ist. Aber das werden wir Naja, dann ja. sehen. Na, gefüllte Waffen sind schnell gemacht. Du kannst ja ein bisschen festtratschen wahrscheinlich. Hier noch? Grüß. Egal, einfach machen. Über Hobby reden. Weiter reden. Plaudern. Ich hab gehofft, dass ich zu ihr gehen würde. Oh. Okay. Okay. Es ist eine schöne Begrüßung. Ciao. Aber Schmatz. Ich bin weg. das war wirklich ein Überfall, ey. Heilige Scheiße. Im Überfall, dass wir, glaube ich, erstmal Pause machen. Das Einzige, was ich an Sims wirklich. Was ist mit meiner Platinleiste passiert? Ist voll runtergegangen. Das ist normal, die geht sehr schnell runter. Okay. Wie gesagt, das Einzige, was mich wirklich stört an Sims, ist dieses. Oh, es läuft alles gerade so gut. Ihr werdet alt. Ja. Das sollte man irgendwie regulieren können. Das ist einfach. Gibt auch Mods für. Ja, klar gibt es dafür Mods. Sind Man soll einfach 17 und so. ausschalten. Ja, das ist auch Irgendwie über den dämlich. Code. Ja, aber dann würde der arme kleine Markus nie erwachsen werden. Das ist auch doof. Dafür gibt es aber auch irgendwelche Sachen und für. Ja, reinschieben und so weiter. Aber das ist alles. Erstens ist hier fein entschärft und zweitens ist es gefährlich. Das meine ich auch nicht. Ja, hast recht. Naja.